Herr Oberbürgermeister, gestern hat der INVG-Aufsichtsrat getagt. Was gibt es da Besonderes zu sagen? Das Besondere ist, dass der Aufsichtsrat der INVG gestern über ein Thema besonders diskutiert hat, nämlich die Beibehaltung des Nachttickets. Ursprünglich wollte die Geschäftsführung das Nachtticket abschaffen, weil es sich hinsichtlich der Kosten deutlich nicht trägt und dabei auch die Inanspruchnahme zu gering war. Und die Kostensteigerung selber hätte 20% betragen und man ist davon ausgegangen, dass dies nicht vom Stadtrat so gewünscht ist. Auf Antrag eines jungen Stadtratskollegen, Markus Meyer, ist allerdings dann der Aufsichtsrat seiner, also der Empfehlung von Markus Meyer gefolgt und hat das Nachtticket beibehalten, allerdings unter der Prämisse, dass es in Zukunft kostendeckend ist. Bislang hat es 2,90 Euro gekostet, jetzt kostet es 3,50 Euro. Schön ist aber, dass damit auch dieses Ticket beibehalten werden kann. Was bedeutet das für die jungen Leute? Und für die jungen Leute bedeutet es, dass sie immer noch günstiger, als wenn sie zwei Einzelfahrttickets nehmen würden, immerhin ein Drittel günstiger, als wenn sie zwei Einzelfahrttickets nehmen würden, in der Nacht die Diskotheken und die Innenstadt besuchen können und dabei dann auch wissen, dass sie mit dem gleichen Ticket wieder sicher nach Hause kommen. Für die Eltern der jungen Leute bedeutet dies, dass sie wissen, dass ihre Kinder bei uns in der INVG, in den Bussen der INVG, sicher und wohlbehalten wieder nach Hause kommen und nicht irgendwo vielleicht mitfahren müssen oder auf etwas merkwürdigen Wegen dann nach Hause kommen.